Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Direwolf 20. Jo, hallo. Hab ich gesagt, dass du schon Hallo sagen sollst, Paul, du machst die ganze Aufnahme kaputt. Das tut mir leid. Ja, mit dem Spack natürlich auch wieder, der hat ganze Aufnahme versaut. Vielen Dank. Das tut mir leid. Ich brauche eine normale Axt. Haben wir noch eine? Kannst meine Saphir-Axt nehmen. Ansonsten, wir haben ja hier so, naja, fast 2 Stacks Dias, 1,5 Stacks Rubine, 1,5 Stacks Saphire und Peridoten, fast ein Stack. Ach ja, weißt du, was wir jetzt auch haben? Eisen. Erstens das und zweitens Iridium. Oh, Iridium. Ja, ich habe einen Spawner gefunden. Richtig nice. Auf jeden Fall, wie gesagt, wir haben jetzt was Eisen gefunden und ja, ich kann mal noch nicht nachfahren. Ich würde sagen, damit ist es erstmal Zeit, Le Reaktor fertig zu bauen. Nachdem uns das ja schon so ewig lang verblärt. Hier, kennst du das, wenn du die ganze Zeit Blähungen hast und das irgendwann nicht mehr so richtig raus will, dann hast du, ja, verblärt. Okay. Lass es einfach mal so stehen. Ja. Ist, glaube ich, besser. So, dann kommt hier vorne noch Glas hin. Hier kann man das noch so machen. Jetzt brauchen wir noch das Reactor Glass und die Reactor Control Rods. Okay. Glas haben wir, da kann ich schon mal 3 machen. Boah, wir kommen ja gut voran. 3 Reactor Glass. Den werden wir später aber auch noch kühlen. Also jetzt am Anfang werden wir noch nicht kühlen. Halt erstmal mit Wasser, aber naja. Ist ja quasi gar nichts. Nicht so wirklich. Nee. Ich glaube, für flüssiges Ender brauchen wir noch ein bisschen. Ja, das dauert echt noch was. Gut, jetzt brauchen wir 2 Reactor Controllers. Das heißt, wir brauchen 6 Graphit. Nein. Schmeiß ich mal da so rein. Yellowium Fuel, was brauchen wir auch noch ein paar? Ich glaube, ich schmeiß einfach mal einen Stack hinterher. Gut, 8 hebe ich mir auf, aus dem Rest mache ich dann Glas. Ich glaube, das war sogar viel zu viel Glas. Ja, okay, machen wir das hier nochmal weg. Also grundlegend Glas haben wir jetzt genug für den Reaktor. Weißt du, was ich mache? Eins, zwei, dann kommt da jetzt auch Wasser durch. So, nochmal kurz was schmampfen. Dann Reactor Control Rod. Ach, wir haben keinen. Ich hab keinen. Ja. Rodstein brauchen wir ja auch noch. Na, ich glaube, das liegt ganz ehrlich. Doch nicht, okay. Oh, wer schreibt mich jetzt ausreichend auf dem Handy an? Ich kann nicht. So, wenn ich mir ganz schnell Grafikmachen rausnehme, habe ich mal ganz schnell drauf geschaut. Und das erste, was ich wieder sehe, da war wieder ein Profi am Werk. Sage ich in der nächsten Folge, was es war. Hat einen bestimmten Grund. Yellowium Fuel Rods müssten so gehen. Graphit. Okay, das ist einmal hier, jawohl. Also 1, 2, 3, 4, 5. 11, 22 Barren, das heißt, wir brauchen wieder was Eisen. So, das reicht an Eisen. Wir können irgendwo fragen, ob wir unsere Dias gegen Diamanten, unsere Dias gegen Eisen eintauschen können. Unsere Dias gegen Diamanten. Du bist so ein genialer Profi, das ist unglaublich. Jetzt im Ernst, wer hat die eigentlich in die Birne geschissen? Das willst du gar nicht wissen. Glaube ich auch. Ich sag's mal so aus. Flo hat das Ganze bestimmt mitgehört. Der hört ja immer unsere Aufnahmen geheim mit. Lass dich ziemlich leicht überprüfen.
Ja, er hat nur das Mikro aus. Ja, Standard. An dieser Stelle, hallo Flo. Ob er uns gehört hat, ich weiß es nicht. Bin mir echt nicht sicher. Ich werde jetzt halt schön angestupst. So, eins nochmal fertig. In der Zwischenzeit haben wir doch bestimmt noch irgendwo einen Eimer rumfliegen. Nein, nein. Ja, sogar noch ein Wassereimer dabei. Nice. Dann machen wir das einmal so. Holen wir uns mal generell ein bisschen Wasser. 1, 2. Damit wir den Grundding schon mal kühlen können. Obwohl er noch gar nicht am Laufen ist. Trotzdem wir fortschrittlich. Wir sind vorausdenkend. Oh ja. Ich erinnere nur damals, dass wir das allererste Mal mit so einem Atomreaktor gespielt haben. Der hier von der Industrial Craft. Zwei Sekunden später, bumm. Stimmt aber was. Aber daran war ich nicht beteiligt, weil dann, fuck it. Was ist? Ach, gar nichts. So, dann brauchen wir noch ein bisschen Delirium, ich glaube. Bist du? Ja, das war ein Flo. Ich glaube, der hatte keinen Bock mehr zuzuhören. Ich glaube auch. Nein, ich habe die Fühlwörter verkackt. So. Kann sein, dass das Server immer noch nicht allzu gut läuft. Ist schon besser. Also ich brauche 5 Sekunden, bevor ich Items einsammeln kann. So. Graphit. Und der Reaktor steht quasi. Also ich habe irgendwie keine Probleme. Kann vielleicht sein, dass sein Internet ein bisschen rumspacken ist. Stimmt, ja, ich weiß sogar wieso. Bis am Downloaden. Ja, am Laptop. Ah. Für morgen? Ja. Gut. Wie sieht das eigentlich aus? Kann man von Smite einfach nur die Daten rüberziehen? Nein, das funktioniert nicht mit. Habe ich schon. Also sag ich so, ich habe den PC meines Bruders versucht. Ich habe dafür gesorgt, dass das Smite nicht mal mehr über den Launch installieren kann. Wow. Das ist. Ich will nicht sagen, dass es vorausdenkend ist, aber. Ich hab's auch nicht behauptet. So. Der Atomreaktor steht soweit. Wie ihr jetzt hier seht. Fuel Status und so weiter. Alter, das ist bei mir gerade derbe laut, die Musik. Erstmal bei mir was leiser machen. So, der Reaktor. Für diejenigen, die damals TechWorld nicht gesehen haben. Der Reaktor wird grundlegend aufgebaut. Temperatur. Energieoutput. Materialverbrauch, also halt das Uran und die Reaktivität. Generell ist er jetzt offline. Hier wird angezeigt, wie viel Treibstoff in den beiden Fuelrods jetzt drin ist. Das ist halt dieses Teil in der Mitte. Da ist momentan nichts drin, weil wir auch noch nichts reingetan haben. Hülle. Hier gibt irgendwo Sinn. Ja, Temperatur der Hülle. Je mehr Hitze drin ist, desto höher, besser muss er gekühlt werden. Oder auch nicht, aber je besser gekühlt wird, desto mehr Energie wird ausgegeben. Hier sieht man die Verbrennrate vom Uran oder anderes. Und hier der Energy Buffer. Ich mach mal ganz kurz das NEI aus und man sieht, ja, ein schöner interner Buffer von 10 Millionen F. So, damit der jetzt aber auch anläuft, würde ich sagen, wir haben hier so ein paar Stacks Yellowium. Yellowium ist quasi nichts anderes als Uran. Dupp. Nur 10 noch 12 mal häufiger. Ja. Und ich würde sagen, Activate Reactor! Da, 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 da. Und wir kriegen Moment. Wow, nicht schlecht. Alter Finne. Wie viel so? So momentan 1,85 Kilo RF. Damit sollten wir mit unseren drei Maschinen fürs erste auskommen. Ja, ich würde sagen, die holen wir uns jetzt auch sofort erstmal rüber. So, wo habe ich meine Jeter-Wrench? Da. Ich habe mir auch schon überlegt, was wir dann mit dem einen wundervollen Solarpanel machen können, was da noch rumgammelt. Und zwar? Query. Besser kannst du eine Query am Anfang echt nicht betreiben. Wenn die mit einem Solarpanel halbwegs auskommt? Naja, da muss noch ein Kabel dran und das muss dann alles rausgepumpt werden.
Aber das sollte ja nicht das Problem sein. Gut, dann haben wir ja, hier. Und ich meinte halt nur, ob die Stromtechnik damit halbwegs auskommt. Ich weiß nicht, wie viel so eine Solarzelle liefert. Wir haben die Advanced. Moment. Ah. Habe ich schon gewundert, warum nicht angezeigt wird. Okay. Kann man die Fassade irgendwie würde ich abreißen? Kann man das Schüssel. Gut, dann machen wir das einfach so und bob. Solarpanel haben wir. Und damit haben wir jetzt quasi echt nichts mehr, was uns in dieser Bude hier fesselt. Oh, noch ein bisschen Helium bekommen. Tschüss, alte Hütte. War nett mit dir. Ich hab die alte Hütte eh nie gemocht. Ah, die war kacke. Ich weiß gar nicht, welche Idiot die eigentlich gebaut hat. Ja, das wird zwei unglaubliche Vollspasten gewesen sein, ne? Aber na. Ja. So. Was wir dann auf jeden Fall machen werden. Energy Conduit. Da hängen wir das mal dran. Das werden wir jetzt einfach mal ganz billig hier rüber verketten. Und warum, das werde ich euch noch zeigen, weil wir das, oder ganz ehrlich sagen, wir werden dafür eine Conduit-Fassade klatschen. Günstiger kann man es technisch auch unterbringen. So. Was brauchen wir? Das Turning Generator brauchen wir echt nicht. Sackmühle? Hm? Ich habe Sackmühle gesagt. Oh. Fühl dich nicht genau angesprochen. Ich gebe mir Mühe. Und Slice and Splice. So, die Maschine haben wir wieder. Was ich auch recht cool finde, der ganze Inhalt, der da drin war, wird einfach behalten. Inhalt von was? Sag mal. Ja, generell von den Items, die da drin waren. Okay, ja gut, das ist natürlich praktisch. Das ist Sportzeit. Auch die Einstellungen sind behalten. Ist recht cool, muss ich sagen. So, dann tue ich mal ganz schnell hier das Rubberwood weg und das Rubber, was ich gerade aufgehoben habe. Das kann weg, Graphitbar, Blueberries, Reaktorglas tue ich mal hier zu. Dark Oakwood, keine Ahnung, wo ich das her habe. Stone General, ach, ich tue das hier in die Truhe, genau da. Das. Und dann können wir gleich mal schauen, dass wir ein paar Conduit-Fassaden machen. Dafür brauchen wir wieder Gravel, Sand und Clay. Clay? Wollen wir Clay? Ich mach Clay. Da, Clay. So, mal schauen, ob ich das noch richtig im Kopf habe. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich verkackt das jetzt. Oh, beim ersten Versuch. So, Binder Composite wird einfach nur putzelt. Komm, hallo, haben wir genug. Am Alu soll es jetzt momentan echt nicht scheitern, vor allem weil wir da echt keinen Verständniszweck für haben. Jetzt bin ich aber gerade echt mal überlegen, was wir gerade noch machen können. Wir können Botania wieder aufbauen. Ah, Botania, Jetzt erstmal schauen, was wir damit noch machen sollen momentan. Weil momentan wüsste ich echt nicht, was wir großartig machen können. Den Fehler gemacht und nach oben geguckt. Abgeschmiert. Nee, yeah, aber ich sage es so, meine Framerate ist zu niedrig, um wieder nach unten zu gucken. Ah. Mir ist gerade was aufgefallen. Ach, geschafft. Was wir vielleicht machen können. Und zwar, wenn wir bei Ender.io schauen, gibt es hier die sogenannte Capacitor Bank. Die hier kann man nicht craften. Die hier kann man auch nicht craften. Die hier kann man auch nicht craften. Irgend flexibel. Ja, aber dafür kann man die hier craften. Dafür brauchen wir nur
Basic Capacitor, ein Block of Redstone und Iron. Iron haben wir momentan. Copper und Gold. Copper, Gold, sieht gut aus. Können wir wenigstens was Gold weg. Oh, ich repariere jetzt mal den scheiß Baum offisch. Mach das mal, wird echt Zeit. Anfall, wenn da überall dieses weiße Holz zu sehen ist. Ja, das sieht echt nicht schön aus. So. Auf jeden Fall das dahin. 5 Capacitor. Ein wenig Iron. A little bit of irony. Basic Capacitor und Iron. Und wir haben eine Basic Capacitor Bank. Was ist die Basic Capacitor Bank? Ein Stromspeicher. Also wir haben momentan echt einen dauerhaften Strominput von 620 AF. Damit sollte sich doch arbeiten lassen. Ja. So, generell können wir das erstmal so ein bisschen speichern, dass wir für einen Notfall was übrig haben. Wow, und meine haben auch schon ein schönes über. Also, wird gebrutzelt. So. Painting Machine und schauen wir mal, ob das auch so klar geht. Das wollte ich painten oder soll so. Jawohl, das geht sogar. Ist ja unglaublich. Ich fand natürlich, das haben wir doch gewusst, ne? Natürlich, natürlich. Das haben wir vorher natürlich ausprobiert. Wir würden niemals planlos in eine Aufnahme gehen. Nein, wir doch nicht. Man erinnert sich an den Runic Table. Oh ja. Ich glaube, das war einer der größten Fail-Aufnahmen ever. Ja. Weil du die Rezepte nicht lesen kannst. Ey, komm, du hast auch nichts gesehen. Doch, am Ende so noch. Ja, wow, nach 3 Folgen. Ja, und Zeit spielt keine Rolle. Zeit ist auch noch relativ, also geht das klar. Das geht mir relativ am Arsch vorbei. Das ist ein Problem. Aber du hast das System begriffen. Ja. Ah, der Reaktor hat sich schon vollgefressen. Cyanid ist auch quasi das Abfallprodukt. Konnte man vorher nur ich schau mal, ob ich den gerade finde. Ah, das wird gar nicht angezeigt. Cyanid Reprocessor konntest du das damals nur zu Plutonium verarbeiten, was jetzt auch wieder ein Treibstoff ist, also hatte so quasi ein Ablauf, der gegen Null ging. So. Was neuerdings aber machen kannst, es gibt noch eine weitere Energieproduktionsart von wie heißt der Mod? Big Reactor, sondern das ist ja die sogenannte Turbine. Wollte ich eigentlich auch schon damals MIT aufgebaut haben, hatten wir auch schon quasi stehen, aber wir haben damit keinen Strom produziert. Weil? Ich wusste nicht genau, was das war. Ich glaube, das Problem war einfach, dass wir, sag mal schnell, nicht genug Enderium hatten, weil der braucht so eine Enderium-Hülle. Achso, okay. Was auch immer Enderium ist. Das ist ja da dieses Enderbaren und so von Firmly. Achso, das Zeug, okay, ja. So, nochmal bisschen Platz gemacht und ich habe schon wieder falsch einsortiert. So. Müssen ja Ordnung behalten, das geht ja gar nicht klar. Sonst sieht es ja nicht aus wie bei den Messis. Wir brauchen dringend das scheiß ME-System. Ja. Sehe ich auch so. Na gut, aber ich würde sagen, die Folge schon bei 19 Minuten. Ich würde sagen, ja. Okay. Ging echt schnell, ne? Na gut, aber ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.